Herzlich willkommen, Freunde, hier zu Super Mario World. Wir befinden uns auf der Vanilla Fortress, die wir in der letzten Folge ja platt gemacht haben. So, entweder gehe ich jetzt hier weiter. Ich spiele mir den Weg noch bis zur Burg 4 frei. Und dann, oh ne, Autoscroll. Und dann kann ich ja den anderen Weg gehen. Ah je, Autoscroll. Lange ist es her. Aber es gibt's noch. Zum Glück ist es in 3D-Teilen nicht so wirklich möglich, Autoscroll einzubauen. Das ist nicht unmöglich, aber es ist an sich nicht so einfach möglich. Wohl doch. Nevermind, mir ist gerade schon was eingefallen. So. In diesen Levels hat man halt unmaßen viel Zeit, irgendwas zu reden. 3 Yoshi-Münzen haben wir schon gesehen. Yay, yay. Klack. 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 Komm schon. Hab. Oh fuck. Das habe ich voll versiebt. Das wollte ich eigentlich nicht. So, dann gehen wir da lang. So. Achso, ich gehe da jetzt noch weiter hoch, wa? Ja. Hoppa. Komm schon, den Treffer am Kopf. Ach man. Ja, es ist einfach wirklich in diesen Autoscroll-Levels. Man hat zu viel Zeit, sich zu bewegen. Und eigentlich nichts zu tun. Hey, ich kann ja mal gucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Oh ja, Tatsache. Jetzt ein Block. Ach ja. Ich gucke ja nebenbei, muss ich sagen, auch das Projekt von Marcel. Und ich finde es lustig, wie er sich anstellt, mit Luigi zu spielen. Also ich mag zum... Ich sag mal so, nicht anstellt, aber ich mag einfach diese Spielart von Luigi sehr gerne. Was ja viele nicht mögen, diese rutschigen und längeren Sprünge. Ich mag das total. Ach Mist, ich wollte das holen da unten. Ich mag das total irgendwie, aber viele kommen damit nicht klar oder mögen es nicht. Aber ich mag es wirklich, also... Ich weiß nicht, ich mag diese Sprungmechanik einfach, weil sie funktioniert länger. Sie ist erst länger in der Luft. Ach, das ist das Level. Länger in der Luft und, plopp. Das ist ja wie fast Escape quasi, nur dass er halt noch slidet dabei. Und man kann halt das Gleiten nicht wirklich abbrechen von ihm. Wenn man es als Gleiten bezeichnen möchte. Aber ich mag es. Es ist schön. Da oben ist nur ein Power-Up drin gewesen, deswegen kann ich mir das einfach schenken. Klar. Killed. Nope. Nope. Wow. Fucking. Mist. Dankeschön. Arr. Rache. Drecksack. Nee, ich sammle mal Yoshi und sein. So. Nein, 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 ich will nicht. Nein, nein, nein. Wow. Kannst du mal aufhören? Ich will jetzt hier nicht abkürzen. So, her damit. Bam, bam, badam, bam, badababam. Oh, hi Yoshi. Hallo Yoshi, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. So, Treffer. Yoshi. Och, könnt ihr mal aufhören hier zu spawnen? Achso, die kommen ja hier permanent. Die roten zumindest. Voll vergessen. Das ist ja hier ein Generator von den Fischern. Müssen wir noch Fliegenfischen hier dazu einfügen zu denen. Boah. Das ist hier eigentlich ja nichts anderes als dieses Fliegenfischen-Level. Aber Fliegenfisch-Level, da werde ich immer... Oder wurde schon angesprochen, dass das Level so schlimm ist. Aber hier von diesem Level spricht eigentlich keiner. Obwohl da dasselbe Prinzip eigentlich ist. Nur nicht mit Fischen, sondern mit Cape-Fuzzis. Cape-Coopers. Wie heißen die eigentlich? Genau. Flying-Coopers? Auf jeden Fall, das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Oh je, ein Geisterhaus steht an. Aber es kann ja nur ein Exit haben. So. Mal gucken, welches das war.
Achso, da. Okay. Blume? Geh mal die Blume her. Ist ja okay. Ach ja, das Spiel ist trotzdem einfach schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier kein Hasslevel. Einer der wenigen Spiele, wo ich das sagen muss. Oh, warte mal. Ich will die Escape natürlich auch behalten. So, auch in einem Reserveslot. Oder habt ihr in den Super Mario World ein Hasslevel? Wie gesagt, das ist so schrecklich, das will ich überhaupt nie spielen, wenn ich das spielen muss. Ich meine jetzt nicht von Hasslevel bezogen auf, es ist einfach nur schwer, sondern es ist wirklich euer Hasslevel. Weil es gibt schon ein paar schwere Level oder ein paar Level, die halt vielleicht zeitlich ein bisschen Nerven kosten. Zum Beispiel das Schiffwrack, wo ja die Geister immer wieder spawnen. Zack. Niemals Pause in Geisterhäuser sofort drücken, sondern erstmal gucken, was sie bringen. Wenn ihr noch nie im Geisterhaus wart. Ja, ich bin echt schon mal überlegen. Gibt es ein Hasslevel von mir? Eigentlich nicht, echt nicht. Und das ist Vanilla Dome 3, vom Anzeigebild her ein langes Level. Wieder eins mit einem so gesehenen halben Autoscroll. Yay, Power-Up. Ja, das war einem anderen da oben. Nee, stimmt, Power-Up ist erst hier. Ist erst hier. Und ist eine Blume. So. Erwischt. So. Hopp. Da unten der eine zittert. Alle anderen zittern nicht, nur der da. Nur der hier. Jetzt zittert er bei mir nicht mehr. Jetzt zittert der letzte. Wow. Sollte aufhören, mich auf die Dinger zu fokussieren. Wer zittert oder wer nicht zittert. Da-dum. Brauche ich nicht. Bar. Also ich habe heute echt diese Levels, die mir echt nicht die Möglichkeit geben, hier vorneweg zu sausen. Sondern die einen eher mehr ein bisschen Zeit rauben. Das mögen ja so viele Spieler eigentlich nicht. Dass man nicht sein eigenes Tempo angeben kann, sondern auf die Geschwindigkeit des Spieles beschränkt ist. Nebenbei wollte ich den Rahmen, den ich hier für das Spiel angewandt habe, eigentlich in diesen Farbtönen hier halten. Also in diesem Level-Design. Was einfach besser zum Kanalnamen passt, aber ich habe mich dann doch für ein normales Level entschieden. Warte mal, hier kriegt man doch... So, hier kriegt man doch Yoshi, oder nicht? Oder irre ich mich? Ja, man kriegt hier Yoshi. Plopp. So, Yoshi, komm her. Ich frage mich, ob wer auf die Idee gekommen ist, dass, wenn man Yoshi immer in dem Level trägt, er einen extra Ton in die Melodie bekommt. Das ist ja immer nur, wenn man Yoshi hat. Oh, Yoshi, verbrenn dir mal deine Zunge. Oder trink ein bisschen. Vielleicht mag ja Yoshi Lava. Zum Trinken. Lava Shakes. Vielleicht ist es auch Tomatensauce. Gab ja bisher von Lava ja noch keine Gegnerbeschreibung, oder? Ob es wirklich Lava ist? Oder doch? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Oh, wir haben alle Yoshi-Münzen. Topf. Brauche ich nicht. Oh mein Gott. Nom. Zeitmäßig wird es ein wenig knapp, würde ich sagen. Obwohl hier das Level Ende. Komm schon. 40!
Oh, ich krieg vielleicht mal das Bonus-Game in diesem Part. Weil jedes Mal, wenn wir kurz vom Bonus-Game waren, dann habe ich das Level, also die Aufnahme ja beendet und dadurch das Spiel auch ausgemacht. Aber es wäre jetzt möglich, es zu schaffen. Oh. Ach ja. Wieder dasselbe Prinzip wie mit den Fliegenfischen. Miss Fischer Bullets. Die spawnen ja auch überall und schießen auf einen. Wow. Okay, das war mega fies. So. Oh, wieder eine Feder. Burn. Oh, zwei auf einmal. Keine Halbzeit. Verdammt. Ich werde sterben ohne Halbzeit. Boah. Eins muss ich lassen. Also, was mich in dem Spiel irgendwie stört, ist, dass man den Drehsprung halt auf der A-Taste hat. Und, wow. Und die A-Taste halt so abgelegen ist. Okay, hier kann man nicht so hin. Die A-Taste so abgelegen ist vom... Hab, ach verdammt, ich wollte auch früher hüpfen. So abgelegen ist... Oh, ich bin am Fliegen, hab ich nicht gecheckt. So abgelegen ist vom dem allgemeinen Rennknopf, also Y. Natürlich kann ich auch auf X meine Tasten abwandeln, aber wenn man halt selber gerade immer am Y gedrückt halten ist, wie ich es zum Beispiel immer mache, ist halt immer Y gedrückt, egal wie ich spiele, eigentlich müsste ich mir den Button einfach nur festkleben. Ja, und wenn man dann halt mal den Drehsprung braucht, muss ich so komisch rüberziehen über das Gamepad. Oder halt auf X überswitchen und dann den Drehsprung machen. Da finde ich die Game Boy Advance Lösung schon viel besser, weil der hat, die haben das... Oh, ich hab's ja auf ein Bonus-Game geschafft. Die Game Boy Advance Lösung ist da halt besser. Weil man einfach, über die Schultertaste den Drehsprung auslösen kann. Mist, man kann's nicht wegwirbeln. Aber leider habe ich diese Möglichkeit nicht. Also ich müsste meinen NES-Controller ein bisschen umlegen. Ach ja, stimmt. Die Festung. Die habe ich als... Ich muss ganz ehrlich sagen, als Kind habe ich die gehasst. Weil ich das hier nicht mit diesem Magier hingekriegt habe. So. Ah, fu. Na Hose, ich wollte da hin. Ist nicht möglich. Ich hab's versiebt. Man muss sich aber hier ein bisschen zeitlich sputen. Oder, nee, das ist noch gar nicht das Schloss, oder? Oder ist es das? Gibt nämlich... Nee, das ist es nicht. Okay, da habe ich mich dann vertan. Es gibt nämlich ein Schloss, da ist man auf diesen Magier angewiesen. Auf den Magic Cooper. Um passieren zu können. Weil er einen den Weg halt frei macht. Und wenn man halt Escape hat, hat man da etwas leichteres Spiel. Weil man dann einfach... sich den Weg durch diese Blöcke da freibahnen kann. Hm. Hoppa. Jetzt muss ich hier doch einen kleinen Pitstop hinlegen, obwohl ich eigentlich hätte durchlaufen können. Ach ja. Diese schöne Kindheitsmusik. Also Kindheitsmusik. Ja, wie man es nennen möchte. Ich will eigentlich gerade nicht in diese Melodie reinfunken. Ich mag irgendwie dieses Schloss-Theme. So. Ich bin froh gerade, dass ich das Cape habe, weil wenn ich da warten müsste, was ich aber nicht tue,
Hätte ich mich mit den beiden rumschlagen müssen und mit dem Cape kann man die so einfach beseitigen. Okay, wer war hier nochmal der Boss? Ach du! So, wo bist du? Da. Ha! Der beliebteste Boss in Mario X, wenn man den als einziges meditieren kann. Ohne. Obla. Verdammt, ich wollte eigentlich gerade springen. Hab's aber versiebt. Weil den kann man als einziges. Ey! Editieren. Aber halt nicht in seinem Muster. Man kann aber halt hier die Röhren verändern oder man kann. Ja, die Umgebung anpassen. Deswegen war sehr beliebt als Mario-Hack-Gegner, also Mario-Boss-Gegner. Genauso wie Wendy, die macht ja das ähnlich wie er. So, damit hätten wir das nächste Koopa-Schloss bezwungen. Und das Yoshi Eye sagt Thank you. Und wir haben ein Bonus-Game gesehen. Wow. Und Lemmys Kästchen. Genau, Lemmy hieß der Kleine. Hab ich ganz drauf geachtet eben. Und damit würde ich sagen, das war's erstmal von Super Mario World. Für heute die Vorbereitung für Super Mario Makers. Ich muss mal gucken, ob ich das Spiel jetzt vorbestellt hatte oder nicht. Ich bin mir voll unsicher gerade. Aber gut. Das war's erstmal von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.